Also wenn man überlegt, das Rennen, auch wenn es ein langes Rennen ist, 24 Stunden, beginnt eigentlich Anfang des Jahres. Ja, die Planung, die Organisation, ja, viel, das Auto muss komplett vorbereitet werden und ja, wenn es dann irgendwie so in die heiße Phase, 2-3 Wochen vorm Rennen geht, dann hat man natürlich viel mit Packen, Aufbauen und Einpacken zu tun. Die Anreise war eigentlich ganz gut. Wir sind ja eigentlich, fährt das Auto schon alleine hier hin. Wir sind ja durch die VLN ja, 10-mal im Jahr hier und dann noch das 24-Stunden-Rennen. Anreise war gut, hat gut geklappt. Ja, erstmal Auto abladen, dann haben wir sehr viel damit zu tun, die Box einzuräumen. Wir haben ja einiges mittlerweile mit, die ganzen Werkzeuge, die ganzen Betriebsmittel, Ersatzteile. Dann haben wir sehr viel Infrastruktur, um das Team zu verpflegen, um die Gäste zu betreuen. Man sieht hier auch im Hintergrund ganz viel Banner und Werbung natürlich von den Sponsoren. Und da kommt schon einiges zusammen. Ja, heute ist wirklich noch relativ entspannt. Soweit ist alles vorbereitet. Wir haben gestern die ganzen organisatorischen Dinge erledigt und haben heute noch mal so ein bisschen Ruhe, können auch heute noch mal zu den Fans an der Strecke, wollen auch gleich noch mal nach Adenau runter und ja, morgen wird es dann richtig losgehen. Da geht es dann in die heiße Phase mit dem Training und mit dem Qualifying.